Runde 1 2018. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stelle. Frankreich am 24. Juli. Alter. Da läuft ja dann auch schon die Weltmeisterschaft. Also ich freue mich auch schon mega auf die Weltmeisterschaft. Ihr könnt euch da auf jeden Fall auch auf etwas freuen, was auf meinem Kanal kommt. Aber so viel kann ich sagen, es wird kein Orakel sein, wie bei der Europameisterschaft mit FIFA. Weil ich muss zugeben, also ich möchte nicht sagen, FIFA hat für mich irgendwie was erreicht oder so. Also so von wegen, ich habe darauf keinen Bock mehr, so gesehen jetzt. Aber so jetzt von diesem Format, dann so mit eben Orakel oder so, das passt nicht. Also für mich nicht und möchte ich auch nicht. Aber ich habe da schon so Planungen. Ich sage noch nicht was, weil vieles steht auch noch nicht fest. Muss ich mal gucken. Vielleicht dann doch nochmal Änderungen. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall dann, könnt ihr euch darauf freuen. So, jedenfalls, so viel erstmal dazu. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Achso, wegen dem Datum, genau. Nee, aber Frankreich und da kommt ja, glaube ich, kommt danach schon Deutschland, ich glaube schon, oder? An die Österreich kommt dann doch, dann Großbritannien, wie auch sonst. Und nach Großbritannien würde normalerweise Ungarn kommen, aber dazwischen ist Deutschland. Also ich würde auch gerne mal, muss ich zugeben, bei so einem Live-Formel-1-Rennen dabei sein. Am geilsten wäre ohne Witz Monaco. Also wenn man da live dabei ist. Oder auch geil, glaube ich, zu sehen ist, ja okay, Deutschland natürlich. Weil das bietet sich ja am ehesten an, weil sonst müsste man ja in die Länder. Aber was ja auch nicht so weit weg ist, ist Belgien. Spa. Und die Strecke da mal mit dabei zu sein. Wäre auch schon ziemlich geil. So. Ja, jedenfalls, also Williams, ja, mit, sind das zwei neue? Nee, mit Stroll und Sirotkin. Dann Charles Leclerc ist ja bei Sauber. Da hat ja Eriksen eher Punkte geholt. Ich muss zugeben, ich habe eher damit gerechnet, dass Leclerc Punkte holt. Das erste Mal für Sauber lag ich leider nicht richtig. Zum Glück habe ich nicht irgendwie in einem Wettbüro darum gewettet. Boah, apropos Wettbüro und Wetten. Da habe ich... Lol, weil es hier dunkel ist, Leute. Ich war gerade voll irritiert, warum der Erdblock dunkel ist. Nee, aber apropos Wettbüro und Wetten, bevor ich jetzt gleich noch so auf Formel 1 sonst eingehe. Da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich war jetzt letztens halt in der Stadt. Und das Ding ist halt... Beziehungsweise es war der Abend vom Champions League Hinspielen, Achtelfinale noch. Da hat nämlich hier Manchester United zu Hause gegen Sevilla gespielt. Und nee, das war auswärts. Sevilla, Manchester United. Das Rückspiel war ja in Manchester. Ja. Ich hoffe, ich liege da jetzt richtig. Naja, jedenfalls, ich war da halt in der Stadt mit einem sehr guten Kumpel unterwegs und wir waren halt im Kino davor und halt noch dann eine Kleinigkeit eben essen gegangen und
dann hat er so gesagt, boah, eigentlich müsste man wetten. Und dann sind wir halt da zum Wettbüro hingegangen. Und da hat er mich so gefragt, worauf würdest du wetten? Und ich habe so gesagt, ja, ich würde das machen, aber letztendlich ist es ja dir überlassen. Ich habe nicht gewettet. Ich wollte jetzt nicht wetten, muss ich zugeben, weil ja, das Risiko besteht ja immer natürlich, dass man verliert, aber es gibt keine sicheren Sachen. Aber ich glaube, ich wäre trotzdem nicht der Typ, zumindest jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich würde wetten. Na, jedenfalls, und da hat er mich halt so gefragt, Manchester United müsste doch gewinnen, oder? Und wie ihr wisst, war das Hinspiel 1-0-0. Ein torloses in Sevilla. Und, naja, und ich dann so, kann gut sein. Und er dann so voll sicher und so dann, ja komm, ich wette dann auf eine Halbzeitführung von Manchester. Und während wir dann halt eben im Kino saßen, waren wir da mit unseren Handys die ganze Zeit, um zu gucken, na, hat Manchester nun Tor? Und dann sehen wir so Halbzeit und es steht 0-0 und er nur so, schade. Er hat jetzt auch nicht so viel darauf gewettet, also er hat jetzt nicht irgendwie sein ganzes Vermögen oder so, falls ihr euch jetzt so fragt, Mensch, wie dumm kann man sein und so viel wetten, das war nicht so viel. Also es war ein bisschen was, aber es war jetzt auch nicht so viel, dass er sagt, oh, hätte ich das nicht gemacht oder ich bereue es, weil es war jetzt doch zu viel. Also sowas jetzt nicht. Formel 1, ja, da waren wir stehen geblieben. Muss mich gerade irgendwie hier konzentrieren, keine Ahnung warum. Ihr kennt das ja, irgendwie bin ich dann auf einmal stumm und ich weiß selbst nicht warum. Bestimmt weil ich überlege, was ich dann sagen möchte. So, lasst mich überlegen. Ja, jedenfalls, also, das kann eine spannende Formel 1 Saison noch immer werden, also, viele meinten ja schon vor der Saison, Vettel wird Weltmeister. Klar, er führt jetzt, aber es kann sich nach so wenigen Rennen auch schon wieder ändern. Also Hamilton braucht nur jetzt viermal gewinnen und Vettel müsste, ich glaube, dann selbst wenn er immer Zweiter ist, wartet. Ja, okay, ich glaube, selbst wenn er mal zweiter ist, dann irgendwann erst, weil es sind ja nur 7 Punkte Unterschied. Aber Ferrari ist echt stark diese Saison. Letztes Jahr war es Mercedes, also würde mich nicht wundern, und das gebe ich auch ganz ehrlich zu, wenn Raikkonen auch noch ein Rennen gewinnt. Würde ich dem guten Jungen auch noch gönnen, muss ich zugeben, also beziehungsweise dem Jungen ja wohl eher, sag ich. Dem alten Hasen muss man ja schon irgendwie sagen. Also, boah, der ist ja jetzt ja auch schon sehr, sehr lange aktiv in der Formel 1. Ich weiß gar nicht seit wann, muss ich zugeben. Also damit kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber der ist ja jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit.